Das Seegebiet Mansfelder Land bekommt für die Feuerwehren ein eigenes Stickeralbum. Die Stickerstar-Aktion stärkt Kameradschaft und unterstützt die Wehren in der Öffentlichkeit. Ein Sticker mit dem eigenen Abbild, die gesamte Feuerwehr in einem individuellen Sammelalbum verewigt, was sonst nur für die Stars des Sports gilt, wurde für die Mitglieder der Feuerwehren des Seegebiets Mansfelder Land ab dem 26. Juni Realität. Die Aktion startete exklusiv im Edeka-Markt Strödecke, in der Schrapplauer Straße, wo der Verkauf der brandneuen Feuerwehr-Stickeralben begann. Sehr geehrte Gäste, liebe Kameradinnen und Kameraden, ich freue mich, dass Sie und ihr heute so zahlreich erschienen seid, um der Eröffnung unseres Projektes Sticker Stars beiwohnen zu können. Es ist für Sie und für uns die einmalige Gelegenheit, Ihre und unsere Feuerwehr in Bildformat sammeln zu können. Wir bedanken uns recht herzlich beim Team Edeka, insbesondere bei Frau Strödecke, dass das hier möglich ist. Wir bedanken uns weiterhin beim Team Öffentlichkeitsarbeit unter der Leitung von Sandra Pospischinski für die Organisation dieser Veranstaltung. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, für alle Gäste gibt es kostenlos Bratwurst. Wir würden uns allerdings freuen, wenn eine kleine Spende zugunsten der Kinder- und Jugendfeuerwehr getätigt wird. Auf dem Plakat können Sie sehen, dass davon ein Rauchdemohaus beschafft werden soll. Wir wünschen allen viel Spaß und freuen uns auf eine gelungene Veranstaltung. Dankeschön. Das Sammelfieber wird dann nicht nur in den Feuerwehrgruppen grassieren, sondern auch die gesellschaftlich so wichtige Institution in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit rücken. Umgesetzt wird die außergewöhnliche Aktion, die zudem für echtes Star-Feeling und ein starkes Kameradschaftsgefühl sorgen soll, mit dem Berliner Start-up Sticker Stars. Damit auch in Corona-Zeiten das Tauschgeschäft nie ins Stocken gerät, wurde eigens für die Feuerwehrin eine Online-Tauschbörse eingerichtet. Ohne die Unterstützung des Edeka-Marktes Strödecke sowie der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land wäre dieses Projekt nicht realisierbar gewesen. Besonderer Dank gilt deshalb auch der Marktleiterin Frau Strödecke. Doch auch aus den eigenen Reihen kam unermüdlicher Einsatz. Die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit organisierte das Projekt, erstellte unzählige Fotos und verfasste zahlreiche Texte. 382 Sticker der verschiedenen Orts- und Jugendfeuerwehren sind nun für 10 Wochen in recycelbaren Stickertütchen zu ergattern. Jeder Albumkauf unterstützt die eigene Feuerwehr auch finanziell. Jeweils 2 Euro fließen direkt in die Feuerwehrkasse. Das gesamte Projekt ist für die Feuerwehren kostenlos. Zudem profitieren die Wehren von Werbeseitenerlösen.